Wir sitzen hier in Stolberg im Rathaus und sind ganz fröhlich und dankbar und glücklich, dass wir hier sein dürfen. Dank meines Kollegen Olaf Nachtwey. Wir sitzen hier mit Claudia Hacker und mit Ulrich Franke, FDP-Ortsbürgermeister von Stolberg. Und wollen uns ja über den Ort unterhalten, über die Vergangenheit, über die Gegenwart und natürlich auch im Sinne von Aufbrüchen über die Zukunft. Aber damit vielleicht auch die Hörerinnen und der Hörer ein bisschen mehr weiß, mit wem wir hier am Tisch sitzen, vielleicht erstmal, ja, bist du original Stolberger? Wie bist du aufgewachsen? Wie war die Jugend hier vor Ort, um mal so ein bisschen in die Vergangenheit erstmal einzutauchen? Ja, ich bin direkt Stolberger, bin auch hier geboren worden 1947 und bin groß geworden in Stolberg, habe Stolberg eigentlich auch nie richtig verlassen. Wir haben alle hier Arbeit gefunden. Stolberg steht ja komplett unter Denkmalschutz und damit wächst man dann auch auf, sodass man sich mit den Häusern, mit der ganzen Stadtstruktur identifiziert. Und die Gemarkung von Stolberg ist ja sehr groß mit 7000 Hektar. Also man hat die Vielfalt, um sich hier entsprechend auch zu betätigen. Dazu kommt nicht nur der Denkmalschutz, das ist klar, dazu zählt natürlich die Holzwirtschaft. Und in diesen ganzen Bereichen findet man immer Arbeit, um dann seinen Lebensunterhalt zu widmen. Aber Sie sind wahrscheinlich nicht als Ortsbürgermeister auf die Welt gekommen. Was haben Sie vor der Wende gemacht? Ich war Kfz-Meister. Wir hatten eine Werkstatt in Rottleberode im Nachbarort, wie das dann ist. Man hält ja dann so zusammen und habe dann dort gearbeitet. Und hier in Stolberg dann auch die entsprechenden Fahrzeuge, die benötigt werden, immer mit repariert. Und 1990, als dann die Wende kam, habe ich mich zum Bürgermeister aufgestellt und bin dann hier hauptamtlicher Bürgermeister geworden. Also jetzt seit über 30 Jahren, ist das richtig? Ja, genau, 32 Jahre. Generationen kennen mich nur als Bürgermeister und Frau Hacker als Chefin von der Touristinformation. So ist es dann mal, wenn so Generationen, wenn man in den Kindergarten kommt oder in die Schule kommt, oder man kennt dort nur Franke und Hacker oder auch umgedreht. So, dann kommen wir jetzt zu der anderen Kollegin, netterweise auch im Bunde, die hier in Stolberg für den Tourismus verantwortlich zeichnet, Claudia Hacker. Jetzt frage ich nochmal genau die gleiche Frage, also auch original Stolbergerin? Nein, ich bin keine original Stolbergerin, ich komme aus Halle, also Hallenser, Halunke, aber inzwischen, ich denke, eingemeindet, ich lebe und wohne jetzt 50 Jahre hier und ich glaube, ich gehöre jetzt auch dazu. Ich bin mit 11 Jahren hierher gekommen, nach Stolberg, bin das erste Mal mit meinen Eltern hier die Straße hochgegangen und habe damals schon gesagt, das ist ja märchenhaft, diese Stadt, ja, mit den kleinen Häusern. Ich sage, das sieht aus wie im Märchen und so sieht es eigentlich auch heute noch aus. Manchmal als Einheimischer sieht man es nicht unbedingt jeden Tag oder man nimmt es nicht jeden Tag wahr, aber das Erscheinungsbild ist genau noch so. Ich habe in der DDR-Zeit erstmal Abitur gemacht, war in der Landwirtschaft, also habe einen Landwirtschaftsberuf erlernt. Und war dann an der Hochschule für Landwirtschaft in Meißen und bin Agraringenieur, Diplom-Agraringenieur-Ökonom geworden. Was ganz anderes, habe noch eine Weile in dem Beruf gearbeitet, in einer benachbarten Genossenschaft in Uftrungen, einem Nachbarort von uns. Und seit 1991 war ich dann in der Touristinformation, also auch schon über 30 Jahre. Wie war die Veränderung also von dem Leben vor der Wende und jetzt, also ich kann das bestätigen, wir sind ja gerade aus Halle hergefahren und dann fährt man, ja, jetzt nicht unbedingt durch die schönsten Orte, aber durch schöne Landschaften, aber sobald man dann hier das Ortsschild durchquert hat, ist man, wie du gerade gesagt hast, auch in so einer Art Märchenwelt, auf jeden Fall hier alles wunderbar saniert und rekonstruiert. Ich habe auch gelesen, dass es hier hauptsächlich Fachwerk- und Renaissance-Bauten in Stolberg gibt, aber genau die Frage, wie war der Wechsel von... Ich glaube, Stolberg hatte auch zu DDR-Zeiten nicht so ganz viel Industrie oder wenig, aber auf jeden Fall gab es einen Bahnanschluss. Ja, also ein Industriestandort war Stolberg noch nie. Im Gegenteil, wir waren auch damals schon touristisch geprägt. Viele tausend Urlauber und Gäste kamen jedes Jahr nach Stolberg über den FDGB. Die heutigen Hotels und Gaststätten waren FDGB-Ferienheime zumeist. Und es gab organisierte Durchgänge, also 14 Tage waren Urlaubsplatz meistens und dann wurde organisiert Wanderungen, Beschäftigungen, Stadtführungen, Veranstaltungen und so weiter. Und nach 14 Tagen kam der nächste Durchgang und das waren so mit Muss manchmal 1.000, 1.500 Gäste, die hier ihren Urlaub pro Durchgang verbrachten, also fast nahezu, damals nicht ganz, aber nahezu mehr Gäste als Einwohner. Damals hatte Stolberg noch etwas mehr. Wir lagen ungefähr bei 1.800, 1.900 Einwohner. Heute sind wir knapp über 1.000. Und ja,
damals mehr Gäste als Einwohner. Heute sind wir dabei, diese Zahl wieder zu erreichen. Vielleicht nochmal vom Lebensgefühl. Also diese ganze Reihe beschäftigt sich ja auch mit dem Mansfelder Land. Da liegt jetzt Stolberg so ein bisschen am Rande auch. Wahrscheinlich ist die Identifikation mit dem Kupferbergbau auch ein bisschen begrenzt. Ich habe gelesen, dass hier der Bergbau im 17. Jahrhundert eingestellt worden ist. Aber vielleicht nochmal so das persönliche Lebensgefühl von verglichen vor der Wende, dann die Wende als Zeit und dann, was ist danach passiert? War das problemlos sozusagen, also als Tourismusstandort, oder gab es hier Herausforderungen, die gelöst werden mussten? Wie war das? Na, da gab es schon Herausforderungen, kann ich eigentlich gleich anknüpfen. Also wie gesagt, damals, das war sozusagen richtig durchorganisierter Tourismus. Und diese festen Durchgänge und dieses Geplante, das fiel dann eigentlich weg. Nach der Wende haben ganz viele Gaststätten und Hotels sich hier, also haben sich private Eigentümer hier vor Ort gefunden. Das ist fast bis heute genau noch so. Und dann hatte man aber Individualtourismus. Also die Leute kamen einfach mit der Familie, vielleicht in kleinen Grüppchen, natürlich auch Busgruppen. Aber es war keine feste, gesteuerte, 14-tägige Sache mehr, sondern es wechselte sehr individuell. Also es wurden Wochenenden gebucht, auch mal eine Woche. Die Leute kamen einzeln im Pärchen, im Grüppchen und so weiter. Es war eine ganz andere Situation und es ist langsam dann erst wieder gewachsen. Es war wirklich eine ganz andere Organisation. Jetzt gehe ich wieder rüber zu Ulrich Franke. Wie kommt man denn vom Kfz-Mechaniker damals in die Politik? Na, es ging ja darum, ein bisschen zu managen nach der Wende. Die vielen Betriebe brachen ja weg. Man suchte sich andere Arbeit und da hat man den Stolberg gesagt, stell du dich bitte zur Wahl als Bürgermeister hier und versuche dann etwas aufzubauen. Und zwar eine kommunale Selbstverwaltung, die ja keiner kannte bis dahin. Ne? Früher wurde man gelenkt und geleitet von allen. Aber nach der Wende dann war ein Neuaufbau dringend erforderlich. Die Systeme waren alle kaputt. Also die technische Infrastruktur war hinüber in der ganzen DDR, nicht nur in Stolberg. Aber durch die vielen Urlauber, die wir immer hier begrüßen konnten, war es natürlich so, dass die Wasser- und Abwassersysteme im Grunde gar nicht vorhanden waren dafür. Das floss alles in die offenen Bäche und das musste einfach weg. Und da lag das Augenmerk drauf, dass wir gesagt haben, so, wir sind jetzt hier bei uns eine Bürgerschaft, die dann versucht, dieses zu beheben. Und dazu kam natürlich die Hilfe aus Städtepartnerschaften. Wir hatten ja alle gar keine Ahnung darüber, ne? Und haben dann zwei innerdeutsche Städtepartnerschaften abgeschlossen mit Stolberg im Rheinland und Hardegsen im Sölling, sodass von dort aus dann die richtige Hilfe für uns kam hier. Wie mit der Renovierung eines alten Hauses. Wir sind jetzt in der Situation, wo wir in Stolberg sind und es sieht dazu irgendwie alles total schön aus, ne? Aber ich habe so eine ungefähre Vorstellung, vor welchen Aufgaben Sie standen. Wie ist das Ihnen gelungen? Hatten Sie ein konkretes Bild oder hattet ihr ein konkretes Bild vor Augen, wie so etwas funktionieren kann, die Stadt, Tourismus neu zu denken? Die Häuser, die bei uns stehen, wie gesagt, stehen komplett unter Denkmalschutz. Das ist einmalig in Deutschland, gibt es sonst nicht, dass es eine Stadt komplett unter Denkmalschutz gestellt wurde. Aber alle, die hier leben und gearbeitet haben, waren eigentlich durch Generationen geprägt, wie die Grundstücke zu erhalten sind und vor allen Dingen auch, wie das ganze Außenbild weiterhin so bleibt. Da stand gar nicht so die Gefahr drin, dass da etwas verändert werden würde, sondern es ging eben auch darum, dass jetzt neue Rohstoffe da waren, neue Materialien, die man gar nicht kannte, Plastefenster, die wunderbar dicht sind, aber leider eben nicht in die Häuser reinpassen. Denn die Häuser arbeiten alle, kann man sich ja vorstellen, haben keine Fundamente, stehen meistens nur auf dem Balken hingebaut und drunter vielleicht eventuell noch ein kleiner Keller. Aber das war es auch dann schon. Und die Aufbauten drauf, die wurden nie verändert. Im Innenbereich konnte man etwas machen, das war wichtig. Und so haben wir dann gesagt, wir fangen hier an, eine neue technische Infrastruktur in die gesamte Stadt einzubauen. Und das war wohl das Einmalige. Das wird auch nirgends mehr in Deutschland woanders so passiert sein wie in Stolberg, dass man eine Stadt komplett aufreißt. 7 Medien, die man braucht von der Infrastruktur her, bekam jedes Grundstück, sodass von der Seite her die Versorgung gesichert war, das Abwasser war gesichert. Und das war der große Vorsprung, den wir hatten gegen anderen Orten, die auch touristisch geprägt sind, aber die Urlauber nicht aufnehmen konnten, weil die technische Infrastruktur einfach nicht so vorhanden war wie bei uns hier. Also es war ein Riesenwerk, was hier vonstatten ging.
Und was rüberzubringen war durch die kommunale Selbstverwaltung, war eben davon, dass die Bürger dafür bezahlen mussten. Sie bekamen ja nichts umsonst. Wenn sie sagten, sie möchten Erdgas haben, mussten sie Anschlussgebühren bezahlen. Hinterher natürlich die ganzen Entgelte dazu. Und so betraf es auch die anderen Sachen, die sie noch mit reingenommen haben. Selbst damals, 1991, haben wir schon Glasfaser im Ort verlegt. Da kannte man das noch gar nicht. Die komplette Stadt wurde da schon versorgt und wir hatten auch die erste Station, wo schon damals Internet, als das losging, möglich war. Also von der Seite her war es ein immenser Vorsprung, den wir hatten gegenüber anderen Orten. Und die Städtepartnerschaften waren immer erreichbar für uns, egal wie weit sie weg waren. Stolberg-Rheinland mit fast 500 Kilometern, Hardexen mit 130 Kilometern kamen aber ran und sagten uns, so und so müsst ihr das machen. Und das haben wir für uns ganz allein gemacht, selbst dort. Durchgehende Straße ist eine Kreisstraße, die wurde komplett weggerissen. Wir haben keinen gefragt, das wurde gemacht, weil es schnell gehen sollte. Und daraufhin haben dann die Leute hier angefangen, ihre Grundstücke dann entsprechend auch wieder so zu unterhalten. Ja, das klingt ja erstaunlich zukunftsgewandt. Also, soweit ich weiß, hat die Telekom noch bis in die 2000er ihre Kupferkabel gelegt. War da viel Überzeugungsarbeit zu leisten? Ich habe jetzt so in den anderen Gesprächen, war immer so ein bisschen der Tenor, dass gerade nach der Wende von dieser ja, viel beschriebenen Solidarität, die es an DDR möglicherweise wegen des Mangels gegeben hatte, weniger übrig blieb, weil dann jeder hatte seins. Und was Sie jetzt erzählen, heißt ja, okay, wir sagen den Bürgern, wir machen euch das. Vielleicht können Sie auch nochmal, oder vielleicht kannst du noch mal das mit den 7 Medien erklären, das habe ich nicht ganz verstanden. Ihr müsst jetzt hier was zahlen, damit wir diese Stadt schön kriegen. Dann würde ich dann auch den Bogen wieder zum Tourismus vielleicht gleich schlagen. Ja, um das alles zu machen, werden viele Finanzen benötigt. Das haben wir natürlich bei der Landesregierung angetragen, vorgetragen. Wenn man kommunale Selbstverwaltung hat, eine neue Verwaltung hier aufgebaut wurde, muss man einen Haushaltsplan erstellen. Der war in dieser Art auch nicht so bekannt. Und da müssen die Mittel schon eingestellt sein für das Jahr, was man verbrauchen will. Und da haben uns die Städtepartnerschaften bei geholfen. Für Stolberg war es ganz einfach, ortsrechte Satzungen. Alles, was dazugehört, die ganzen Gesetzlichkeiten, nach denen dann die Stolberger, die davon betroffen sind, ja arbeiten müssen, was der Stadtrat hier beschlossen hat, findet sich ja wieder in dem Ortsrecht. Und Stolberg im Rheinland, die hatten das alles schon als größere Stadt. Dann haben wir hinten die Klammer weggemacht und haben nur Harz dahinter geschrieben, nicht Rheinland. Das ging mit einem Knopfdruck durch die PCs. Und wir hatten alle Satzungsrechte, die wir dann in einer Sitzung hier beschlossen haben. Und da waren die ganzen Stolberger mit dabei. Wir haben das nicht hier im Rathaus gemacht. Wir sind dann meistens in die Gaststätten gegangen, zu einem großen Saal. Und dort wurde das dann kundgetan. Und da hat man dann gesagt, wir heben das Händchen oder wir heben das Händchen nicht. Und wenn gesagt wurde, wir machen das, blieben eben auch alle dabei. Also die finanziellen Sachen, die drauf zukamen, die haben wir versucht am Anfang rüberzubringen, haben sich natürlich dann in den nächsten 2-3 Jahren daraufhin erstmal richtig eingestellt. Es war eine große Belastung. Aber als es fertig war, war jeder stolz auf das, was hier geleistet wurde. Wenn man sich vorstellt, es war nichts mehr vorhanden. Keine Straße, kein Gehweg, es gingen Treppen, Holztreppen gingen in einen Kanal runter, da mussten die runter, es konnte kein Auto durchfahren, es konnte sich keiner hier richtig halten, keinen Betrieb gründen. Und trotzdem kamen so viele Gäste hierher, die das alles sehen wollten. Nicht nur die alten Häuser, die fast runterrutschen drohten in den Graben. Nein, die sind auch durchgegangen und haben weiter dann hier bei uns übernachtet, kamen mit Reisebussen an, kamen Individualtourismus hier zu uns. Und das natürlich hat Auftrieb gegeben, dass man gesagt hat, so, wir bauen unsere ganzen Hotels um. Ein Hotel hat sogar eine Schwimmanlage mit reingebaut, Aufzüge sowieso dann in die Denkmalschutzbauten rein. Das war nicht sehr einfach und die ganze Dachkonstruktion, die hier mit erforderlich ist, um die neuen Massen dann zu stützen und aufzunehmen, musste auch verändert werden. Wir haben eine Befliehung gemacht, damit die Dächer nicht alle rot aussehen. Haben wir dann gesagt, so, wir müssen dann auch mal eine andere Farbe mit reinbringen. Sonst spiegelt sich das so und so entwickelte sich das von einem zum anderen. Und immer dabei waren die Bürger, die in Ausschüssen mitgearbeitet haben. Die ganze Stadt Stolberg war nicht vermessen. Es war alles unvermessener Hofraum. Dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet, wir haben ein Büro gefunden, welches die ganze Stadt vermessen hat und alle haben dann für einen günstigen Preis, der aber immer noch für die damaligen Verhältnisse sehr hoch war für uns, dann entsprechend hier auch ihre Grundstücke vermessen lassen, sodass wir dann endlich auch ein richtiges Grundstücksverzeichnis hatten.
Also das war eine ganz spannende, aber auch faszinierende Geschichte gewesen. Und der Tag mit 24 Stunden reichte da manchmal nicht aus, denn man musste ja die großen Wege dann auch immer zum Fördermittelgeber hingehen und das Geld besorgen. Denn wir haben versucht hier, dass wir die Betriebe, die hier gearbeitet haben, und die haben 3,5, 4 Jahre nur gearbeitet, dann war das alles vergessen, dass die Künstler natürlich dann auch pünktlicher Geld bekommen. Also es ist von der Seite her schon schön gewesen und man könnte Stunden, Tage drüber erzählen. Es gibt hier noch Videofilme darüber, es gibt Fotos ohne Ende, alles was gemacht wurde. Da die Presse uns begleitet hat bei der ganzen Geschichte und natürlich auch das Fernsehen. Die waren immer hier mit vor Ort. Wir haben tolle Veranstaltungen gemacht. Wir haben mit den ganzen Baubetrieben, die hier waren, Fußball zusammengespielt. Viele schöne, spannende Stunden gehabt, auch ab und zu gestritten an der Baustelle, wenn man so merkte, sie können die Termine nicht einhalten. Aber zum Schluss ging eben alles sehr gut aus. Also es klingt so, als ob die Einsicht in die Notwendigkeit hier in der Bevölkerung vorhanden war und auch wahrscheinlich hinreichend mit allen geredet wurde. Um an die Leute ranzukommen, haben wir dann wöchentliche Zeitung herausgegeben, ein Stolberger Anzeiger und ein Ortsfernsehen eingerichtet. Das waren diese 7 Medien. Alle haben Fernsehen gucken können, über das verfolgen können, was wir hier machen. Wir hatten jemanden, der, oder ein ganzes Team ist mit Kamera rumgelaufen, hat das dann alles entsprechend dann immer nach Hause in die Wohnstube gebracht und die Gäste konnten das sich darüber auch informieren. Spannend. Jetzt nochmal Claudia Hacker. Wie ist denn eigentlich die offizielle Berufsbezeichnung? Also jetzt nenne ich mich sozusagen Leiterin des Sachgebiets Tourismus in der Gemeinde Südharz. Weil da gehört natürlich nicht nur die Touristinformation dazu, sondern auch die Museen oder musealen Einrichtungen. Auch das Schloss wird von uns mit geöffnet für Touristen. Das Josefskreuz, die Höhle Heimkehle, die Karsthöhle Heimkehle, unweit von Stolberg. Und wir organisieren Veranstaltungen und eigentlich gehört der Badbereich oder Bäderbereich noch dazu, aber unsere Thürergrotte ist ja im Moment wegen geplanter Sanierung erstmal geschlossen. Und was wir jetzt gelernt haben, war ja, dass mit der Wende dann dieser organisierte und vom FDGB organisierte Tourismus weggefallen ist. Das heißt, man musste sich selber kümmern und gucken, wie man jetzt über Fernsehen, Radio, haben wir ja gerade gehört, an die Leute herantritt, wurden wahrscheinlich auch verschiedene Konzepte entwickelt. Ich habe gelesen, dass Stolberg eine historische Europastadt ist. Das heißt, sie fühlt sich der europäischen Verständigung verpflichtet. War das eine Idee, die aus dem Tourismusressort kam oder wie kam das zustande? Die Idee kam eigentlich auch in Verbindung mit unserer Partnerstadt Stolberg im Rheinland, weil da gab es eine Ortsgruppe der Europa-Union und die haben uns damals in Zusammenarbeit natürlich mit uns vorgeschlagen, weil es einfach einmalig ist, dass eine historische Stadt mit so vielen Fachwerkhäusern als geschlossenes Stadtbild erscheint. Und außerdem gab es über unsere Partnerstadt einen europäischen Städteverbund. Da waren eine englische Stadt, 2 französische Städte, eine italienische, Griechen, ich glaube Rumänen sogar, Tschechien war noch dabei und Stolberg und Stolberg-Harz. Es hat über eine lange Zeit damals nach der Wende jedes Jahr ein Bürgermeistertreffen gegeben und es wurden internationale Jugendtreffen durchgeführt. Eines hat 2000 bei uns hier stattgefunden mit, ich glaube, über 100 Personen, ne? Also 100 Jugendliche aus 6 europäischen Städten. Und die waren dann also wirklich 14 Tage hier und haben also hier unsere Region kennengelernt. Nicht nur die Region Harz, wir haben mit denen auch Ausflüge nach Weimar, nach Berlin, nach, ich weiß gar nicht, wo wir noch überall waren. Und das war sehr, sehr schön. Leider ist diese Aktivität direkt in den 2000er Jahren folgend dann etwas abgebrochen. Und es gibt heute eigentlich nur noch die Verbindung zu Hottonin, zu Stolberg im Rheinland natürlich. Aber damals war das sehr aktiv. Also, und den Jugendlichen hat es super gefallen. Unsere Jugendlichen sind dann auch im Austausch mit nach Frankreich gefahren, nach England, nach Italien, nach Griechenland und so weiter. Viele Jahre hat das gut geklappt. Und vielleicht nochmal die erste Frage, also was für Aktivitäten? Und ich habe auch gelesen, es gibt ja unzählige Feste, die hier veranstaltet werden. Also wie hat man jetzt versucht, die Leute davon abzuhalten, in den 90er Jahren, was ja großartig passiert ist, in die ganze Welt zu strömen, was vorher nicht ging? Wie hat man die wieder eingefangen? Also was war da so das Konzept? Was habt ihr da über die Jahre entwickelt? Also wir haben erstmal angefangen, ein erstes Gastgeberverzeichnis zusammenzustellen, um auch nach außen gehen zu können und zu sagen, wir haben hier die und die Unterkünfte. Also die Hotels oder die ehemaligen FDGB-Ferienheime wurden ja dann Hotels. Zum großen Teil damals auch haben das also
ortsansässige Unternehmer sich dann gefunden, die das übernommen haben. Wir hatten damals schon zahlreiche private Unterkünfte, Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Die Struktur gibt es eigentlich bis heute, aber nicht mehr ganz so viele. Und ja, es war schon eine Umstellung, aber es ist so nach und nach doch wieder in Gang gekommen. Also vor allen Dingen Kurzurlaube, übers Wochenende, gerade zu den Festen. Auch wir haben von Anfang an unsere Feste eigentlich weiter gefeiert. Und Stolberg war in der Region wirklich bekannt und in den neuen Bundesländern vor allen Dingen. Natürlich war das jetzt ein Anreiz, auch Gäste aus anderen Regionen hierher zu holen. Dazu sind wir zum Beispiel ganz zu Anfang gleich Mitglied im Harzer Tourismusverband geworden und sind auf Messen gefahren, also auf Reisemessen nach Hamburg, nach Berlin, nach Dresden, nach Leipzig, gab es damals noch nicht, aber Dresden. Und ja, das hat eigentlich so den Anfang gebracht, dass es erstmal wieder in Gang kam. Wir sind ja alle irgendwie auch DDR-sozialisiert und haben Thomas Münzer kennengelernt, der hier in Stolberg geboren wurde. Hier gibt es auch das Thomas-Münzer-Haus. Es steht ein sehr schönes Denkmal, haben wir gerade gesehen, hier vom Rathaus auch. Das wäre jetzt meine konstruierte Frage nochmal an Herrn Franke, Ulrich Franke. Das hat vielleicht bei der Wahl der Freien Demokraten keine Rolle gespielt, das Freiheitsgefühl. Hans-Dietrich Genscher ist ja nun Hallenser. Bei uns hier gegenüber vom Rathaus ist das Hotel Kanzler, da ist der einen ausgegangen als Student. Und da kam natürlich nach der Wende dann als erstes auch gleich hierher. Und dieses Denkmal stand zu dieser Zeit im Vierteljahr, 89 ist im Herbst, ist das Denkmal hier hingesetzt worden. War ja noch so eine Aktion von der DDR. Und das Denkmal aufgestellt und Genscher kam, ging drumherum. Und unsere Gäste, die kamen, bevor nun der große Aufriss kam bei der Stadt hier, all die Gäste waren fasziniert von dem Denkmal und haben gesagt, ein wunderschönes Denkmal. Klaus Messerschmidt, auch ein Künstler aus Halle, hat das damals gestaltet und gemacht und stand dann hier auf dem frisch sanierten Marktplatz, was zu DDR-Zeiten ja kaum möglich war. Hier hatte man anlässlich dieser Ehrung, 500 Jahre Thomas Münzer, damals diesen Marktplatz mitsaniert, also nicht nur das Denkmal geschaffen. Von der Seite her haben alle Gäste, die nach Stolberg kamen, gesagt, behaltet bitte dieses Denkmal. Bei uns in der Bürgerschaft 1990 oder Anfang 89 schon, hatten ja die meisten gesagt, weg mit dem Denkmal, weil hier früher mal ein Brunnen stand und man könnte auch wieder einen Brunnen hinstellen. Und dann haben wir gesagt, wir machen es uns da ganz einfach. Es gab ja zu dieser Zeit viele Wahlen, wo man abstimmen musste. Und dann hatten wir einen Zettel mit ausgehangen und drei Standorte, drei Möglichkeiten aufgezeichnet. Also einmal stehen bleiben, einmal wegreißen und einmal Ort verändern. Hier vorne von Rathaus nur 100 Meter hin ist ja das Geburtshaus von Thomas Münzer. Da ist auch ein Platz davor. Da hätte man es aufstellen können. Und da gab es nochmal eine Rücksprache mit dem Künstler. Und der hat gesagt, nein, um mein Denkmal möchte ich richtig freiflächig drumherum gehen können. Und hat gesagt, das wäre schön, wenn es eben hier bleiben würde. Und das haben wir dann zur Abstimmung gebracht. Und alle Stolberger, die berechtigt waren, haben damals angekreuzt. Der größte Teil, ein paar waren natürlich auch dabei, die gesagt haben, wir machen von den anderen Möglichkeiten Gebrauch. Die Mehrzahl ging davon aus, Denkmal bleibt stehen. Die Niedergasse, die jetzt Niedergasse heißt, war damals Münzergasse. Der erste Plan, der gemacht wurde, hier zur Veränderung der ganzen Infrastruktur einzubauen, da steht noch dran immer Thomas-Münzer-Straße. Dann haben wir gesagt, wenn wir in einem Ort wohnen, der sich mit Thomas Münzer identifiziert, da brauchen wir nicht unbedingt eine Thomas-Münzer-Gasse. Das heißt, wenn der Ort das ist, dann ist das so. Dann haben wir diese Straße, die zum Bahnhof runtergeht, die immer Niedergasse hieß und nur zu DDR-Zeiten dann umgewidmet wurde, haben wir dann wieder zur Niedergasse gemacht. Das Denkmal blieb hier stehen und es war Friede, Freude, Eierkuchen. Es gab keine Diskussion am Biertisch mehr. Es wurde akzeptiert und es war eine sehr vernünftige Entscheidung, die getroffen wurde. Und Thomas Münzer, wir befinden uns ja jetzt gerade in den Feierlichkeiten zu den ganzen Geschehen vom Bauernkrieg her. Bis 25 sind wir ja dann wieder so ein Repräsentanzort für Thomas Münzer. Und kommen mit unserer ganzen Struktur, die hier dann auch immer wieder gezeigt wird bei uns in den ganzen Prospekten und natürlich auch den Veranstaltungen in unserer St. Martini-Kirche, wo Luther und Münzer gepredigt hat, besondere Bedeutung. Das war von mir noch eine Frage, habe ich auch gelesen in der Vorbereitung, dass die Bauern es 1525 geschafft haben, hier Stolberg zu besetzen und die Grafen von Stolberg wurden gezwungen, die 24 Stolberger Artikel anzunehmen. Was waren das?
Alle 24 kann ich jetzt nicht aufzählen, so aus dem Kopf. Aber es war tatsächlich so, also auch in Stolberg gab es aufrührerische Kräfte und natürlich auch Anführer oder Befürworter der Bauernaufstände hier in der Region. Und tatsächlich hat eine Gruppe auch hier das Schloss Stolberg in Besitz genommen. Der Graf Botho musste fliehen, ist Richtung Braunschweig damals geflohen, hat natürlich dort wieder Unterstützung gesammelt und ein Heer aufgestellt. Und wenige Tage danach wurde natürlich das Schloss wieder eingenommen. Die neuen Anführer in Stolberg wurden hingerichtet. Auf der heutigen Thürerhöhe war damals die Richtstätte. Und damit war der Aufstand in Stolberg beendet. Und die 24 Artikel waren ähnlich der Bauernkriegsartikel in anderen Regionen, wie zum Beispiel auch in Süddeutschland, dass also die Bevölkerung, die Bauern und das normale Volk eben das Recht haben wollte, zum Beispiel im Wald zu jagen, Holz zu machen, bestimmte Freiheiten zu haben, also auch eben keine Leibeigenen zu sein und selber auch Grund und Boden und also die Möglichkeit zu haben, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten und das auch zu behalten. Das ist so zusammengefasst der Inhalt der Artikel, wie woanders auch. Und zeitlich hat Thomas Münzer hier zuerst gesprochen und den Aufruhr entfacht, oder, weil das habe ich auch gelesen, Luther war das gleiche Jahr. Also war er dann danach, um dann wieder für Ruhe zu sorgen? Oder ist es bekannt, wer zuerst hier war? Also Münzer war auf jeden Fall zuerst hier. Er ist hier geboren. Als Kind ist er mehrere Jahre hier aufgewachsen. Die Familie ist dann weitergezogen nach Quedlinburg. Von da aus ist er zum Studium gegangen, wollte ja unbedingt nach Wittenberg, hat er ja auch geschafft. Er war ja mit Luther auch eine lange Zeit, also über eine längere Wegstrecke befreundet. Sie haben sich dann einfach entzweit. Sie hatten verschiedene Ideen, wie sich die Zukunft gestalten soll. Das wurde nachher ganz krass, dass Luther ihn ja als Satan von Altstädt bezeichnet hat und so weiter und sich von ihm abgewendet hat. Er war damals Pfarrer in Altstädt, hat in Altstädt die ersten Predigten in Deutsch gehalten, sodass das Volk das auch verstehen konnte. Ich sage immer, Luther hat zwar die Bibel dann später übersetzt, aber zuerst in Deutsch gepredigt hat unser Münzer. Und viele tausend Leute, Bauern, Handwerker, einfaches Volk, sind nach Altstädt gepilgert, um diesen Predigten zuzuhören. Es in unserem Theaterstück, was wir seit 2017 übrigens mit Corona-Pausen aufführen hier in Stolberg und bis 25 noch aufführen wollen. Da haben wir das auch mit dabei, dass die Straßen nach Altstädt bewacht werden wurden, um keinen mehr zu diesen Predigten zu lassen. Und also die Grafen Stolberg und Mansfeld vor allen Dingen hatten schon Angst. Es war eine große Menge Volk, die sich der Sache anschlossen. Münzer hat dann 1523 hier in der St. Martini-Kirche nochmal gepredigt. Das war aber eigentlich kein Aufruf zum Aufruhr. Das war überliefert eine ganz normale, schöne Predigt. Ob er dann nochmal hier gewesen ist, ist nicht direkt verbürgt. Es kann sein. Auf jeden Fall hat er von Altstädt ausgewirkt. Und das hat natürlich auch bis in die Region sich mit einbezogen, bis sich dann so nach und nach steigerte, dass dann die Truppen, die Bauern sich sammelten, um Richtung Bad Frankenhausen zu ziehen, zu der großen Schlacht dann im Mai 1525. Martin Luther wurde dann vom Grafen Botho zu Stolberg zu Hilfe gerufen, um gegen die Aufständischen in Stolberg zu predigen. Und danach kam es dann zur Übernahme des Schlosses kurzzeitig für mehrere Tage. Hat sich da vielleicht auch so eine Art widerspenstiger Geist oder so eine Art Unabhängigkeit vielleicht bis heute auch erhalten? Das würde ich nicht unbedingt daraus herleiten. Das Fürstenhaus war eigentlich gut angesehen bei uns hier in der Stadt. Die haben sich schon um die Leute hier gekümmert, hatten ja auch landwirtschaftliche Domänen noch hier um Stolberg herum und verpflegten sich. Die Orte waren mit einbezogen. Der Hauptbezugsort von Stolberg war Nordhausen. Liegt in Thüringen, wir grenzen ja nun an Thüringen an. Und das Fürstenhaus war auch in die ganzen Aktivitäten nach der Wende hier bei uns mit eingebunden. Die haben uns den Weg geebnet, auch in vielen Bereichen. Sie wohnen ja in Brüssel, haben dort ihren Sitz. Und wir konnten dann dort auch immer hinfahren und haben sie auch besucht. Und man hat sich ums Schloss mitgekümmert, was ja wichtig war. Sie haben es ja nicht zurückbekommen, es wurde ja privatisiert. Die Privatisierung ging fehl.
sodass man dann Kontakte aufgenommen hat mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, mit denen wir wiederum hier dann einiges noch mehr geschaffen haben, als nach der Wende möglich war. Kamen ja dann auch vollkommen neue Ansichten noch mit dazu und vor allen Dingen auch im Gewerbebereich musste da was verändert werden. Aber dass man sagt, die Stolberger haben wir da zusammengehalten, aus diesen Gründen von damals heraus, bestimmt weniger. So viel war da auch gar nicht überliefert. Und dass man das so nachvollziehen konnte. Es war zwar eine Lutherbuche damals gepflanzt worden, gibt es ja auch heute noch die Lutherbuche, aber wir haben jetzt zum Beispiel erst in diesem Jahr eine Münzereiche gepflanzt. Die beiden sehen sich jetzt, es liegen zig Meter dazwischen, die beiden schönen Bäume. Und von der Seite her glaube ich schon, dass der Bezug Luther und Münzer zu einer Einheit hier bei uns in Stolberg geworden ist. Dann höre ich auch ganz viel Stolz raus, was hier alles schon geschafft wurde, auch völlig zu Recht, wenn ich mich hier umgucke, was ich aber auch gelesen habe. Und es war vielleicht dann auch so ein Dorn im Fleische, dass 2010 wurde Stolberg eingemeindet in die Gemeinde Südharz. Und ich glaube, im selben Jahr oder ein Jahr später wurde dann auch die Bahnstrecke eingestellt. Was hat das bedeutet hier für die Gegend, für die Stadt? Dieser Entwicklungsschub, den wir hier gemacht haben, hat Neid und Missgunst hervorgerufen. Nicht nur in der näheren Region, auch schon manchmal ein bisschen weiter. Und wenn wir versucht haben, das zu erklären, zurückzuschrauben, sind wir dann zur Landesregierung immer wieder gefahren, die uns ja unterstützt haben mit den Geldern. Und die haben zu uns eben gesagt, Herr Franke, das ist kommunale Selbstverwaltung. Wenn Sie nicht die Macht haben und bekommen das nicht hin, dann geht es nicht. Wir können von oben hier nicht eingreifen. Und 2010 war ja dann die große Gebietsreform. Die kleinen Orte wurden alle zusammengelegt zu größeren Einheiten. Und das ist bei uns nach hinten losgegangen, der Schuss, weil wir einfach Schritte weiter waren als andere Orte. Das kam eben dadurch, durch die Kontakte und Verflechtungen, die wir nun hier hatten und die wir dann auch immer hochgehalten haben. Also die anderen Orte, von dort mussten wir jetzt die Qualität mit annehmen. Und dann ist eben hier lange nichts passiert. Wir sind auch auf die Straße gegangen, haben demonstriert, haben Bürgerentscheide gemacht, dass man uns wenigstens noch eine Generation oder zwei Generationen alleine hier bei uns arbeiten lässt. Und wir hatten eine Verwaltung, die war hier im Rathaus mit wenigen Personen besetzt. Und wir hatten einen Betrieb gegründet, über den der ganze Tourismus lief. Also von der Seite her hatten wir schon Regelungen, die uns der Landkreis vorgegeben hat. Aber es hat eben dann doch nicht ausgereicht. Wir wurden dann entsprechend mit zugeordnet. Und seit dieser Zeit wurden dann gewisse Sachen abgebaut. Zur Bahnstrecke. Diese Bahnstrecke wurde erneuert. Kamen durchgehende Züge von Erfurt, Halle und Magdeburg hierher an den Wochenenden. Es war auch der normale Personenverkehr, den wir uns schon ausgesucht hatten, um in die entsprechenden Orte nach Sangerhausen oder nach Nordhausen zu kommen. Es hatte sich eingebegelt und dann kam aber eine Erhebung vorher, die gemacht wurde. Ob die stimmt, kann man ja auch nicht nachvollziehen, dass gesagt wurde, der Personenverkehr ist nicht mehr ausgelastet. Wir stellen ihn ein. Aber wir erwarten nun am 10. diesen Monat, also Dezember 10., 12., erwarten wir die Aufnahme des Zugverkehrs wieder. Die Strecke ist verpachtet worden, da haben wir uns seit dieser Zeit darum gekümmert, jemanden zu finden und es kommt der erste Zug wieder hierher. Nochmal das Datum bitte. Am 10. Dezember 2022. Herzlichen Glückwunsch. Vor elf Jahren, genau auch am 10. Dezember, genau 11 Jahre her, wurde er eingestellt. Also der Zugverkehr wurde 2011 am 10. Dezember eingestellt und das war dann auch so eine Art Wochenende und wie jetzt auch wieder, jetzt diesmal ist es dann der 3. Advent, unser Weihnachtsmarkt hier und die Warnetal GmbH hat die Strecke gepachtet und die kommt mit ihrem ersten Zug hierher und was noch schöner ist, die haben wiederum Verbindungen geknüpft zur Wipperliesel, die sagt ja auch etwas und die Wipperliesel hängt sie mit rein und wird Stolberg dann auch weiter anfahren. Also wir tauschen uns in der Region die Gäste aus, was sehr wichtig ist. Ja, wir fahren dann dorthin und die kommen hierher. Also es wird spannend werden und insbesondere auch lässt sich dann über den Zug auch die Heimkehle mit anfahren. Also Familien haben dann schon die Möglichkeit, mit ihren Kindern hier auch dieses Transportmittel mal zu benutzen. Du hattest ja auch vorhin nochmal die Entwicklung gezeigt und jetzt mit der neuen Eisenbahn wäre es ja auch vielleicht denkbar, dass hier, jetzt steht hier leider der Hirsch, aber das ist ja auch so eine Art Tunnel und da könnte ja eigentlich auch fast eine Bahn durchfahren, ja, wenn jetzt die Bahn wieder da ist und vielleicht auch in Richtung Zukunft eine wichtige Rolle spielen darf. Ja, wäre eine gute Gelegenheit, sowas aufzugreifen. So ein Tipp ist manchmal sehr gut, aber das Wappen zu verändern ist schwierig.
Aber wir haben noch andere Möglichkeiten. Wir haben ja eine Prägeeinrichtung. Wir prägen Münzen, Medaillen. Und vielleicht macht man da mal eine Medaille zur Eröffnung des Zugverkehrs wieder. Denn wir wollen das ja weiter voranbringen, dass dann auch wieder ein richtiger regionaler Verkehr ist, der dann stundenmäßig oder zweistundenmäßig fährt. Also da arbeiten wir ja auch dran mit der Wandertalbahngesellschaft. Und da wäre schon möglich, dass man dann Fahrkarten verkauft, wo das deutlich zum Ausdruck kommt. Nicht nur die Zinnen sind zu sehen, sondern es ist das Viadukt, wo die Bahn drüber wegfährt. Wie blickt ihr auf die Zukunft? Was macht euch Hoffnung als Stadt, als touristischer Standort? Von meiner Seite aus gesehen haben wir eigentlich keine Probleme. Wir wissen, dass die Gastronomen mitziehen, das ist die größte Wirtschaftskraft mit dabei. Dann wird in dem Denkmalschutzbereich gearbeitet. Dort gibt es kleine Betriebe, die bei uns hier dann Fenster einsetzen, Türen einsetzen oder handwerkliche Tätigkeiten machen an den Grundstücken, die ja einer laufenden Unterhaltung bedürfen. Also von der Seite her ist ein gewisses Auskommen gesichert. Aber der touristische Bereich mit dem Musealen, alles was dazugehört, das wird schon die Strecke sein. Wir haben sehr viele Stadtveranstaltungen, die durchgeführt werden. Die beschränken sich schon lange nicht mehr nur auf die Traditionsfeste. Nein, da kommen neue Feste hinzu. Man denkt weiter und vorausschauend. Und das greifen wir natürlich auf, sodass wir eben keine Angst haben. Gegenwärtig sind wir dabei. Es ist ja die große Diskussion Energiewende. Wie gestalten wir das? Nimmt man uns das Erdgas aus der Region raus? Wie beheizen wir hier unsere Häuser? Wie kommen die Leute klar, dass sie das finanziell schaffen? Aber natürlich, dass die Umweltverschmutzung im Tal nicht zu groß wird. Denn wir haben ja Bilder, kann man sich anschauen, da ist Stolberg eine Qualmwolke. 1990, wo sollten die Abgase hin? Da wurde alles verbrannt. Und wenn wir dann da wieder hinkommen sollten, das wäre gefährlich und deswegen beugen wir jetzt schon vor und knüpfen Kontakte, wie wir das abmindern. Und hatten ja auch unsere Ministerin, die dafür zuständig ist, die Lydia Hüskens, bei uns hier in Stolberg zu Gast und haben uns erklären lassen, wo wir das ändern können, wo wir was aufgreifen können. Und gegenwärtig finden viele Veranstaltungen statt, wo wir uns darüber informieren. Einmal mit anderen denkmalgeschützten Orten und natürlich auch mit anderen, die schon weiter sind auf der Strecke. Wir erwägen, das dauert natürlich eine gewisse Zeit und eine Erprobung auch. Die hatten wir ja mit dem Fahren von einem Shuttle hier, autonomem Fahrzeug, was hier drin in die Stadt gefahren ist. Das hat die Leute hin und her transportiert ohne einen Fahrer. Und wir haben gesehen, dass das in solchen kleinen Orten sehr, sehr schwierig ist. Hinzu kommen die Straßenverhältnisse, Sommer und Winter, das passt dann alles noch nicht so richtig zusammen. Aber wir haben eben auch ein komplettes Erdgassystem hier drin. 96% aller unserer Häuser liegen am Erdgas, beheizen und verpflegen sich damit. Und wenn wir dieses Erdgas nicht mehr bekommen oder dieses Erdgas zu teuer wird, müssten wir etwas anderes in das Rohrsystem einspeisen. Und so hat man uns auch in Aussicht gestellt, dass man eventuell dann mit Wasserstoff etwas unternimmt, damit umrüstet. Und also wir sind natürlich richtig gut mit dabei, muss ich sagen. Wir lassen das nicht an uns vorbeiziehen. Wir mischen mit, so wie wir es damals im 1990 auch getan haben. Wir haben gesagt, so, jetzt muss hier vollkommen was Neues gemacht worden. Und das haben wir in der Veranstaltung, die hier im Rathaus stattgefunden hat. Vor einem Monat haben wir das den Bürgerinnen und Bürgern auch gesagt. Stellt euch vor, wir befinden uns jetzt wieder kurz nach der Wende und wir müssen hier neue Systeme einbauen. Also lasst uns wieder zusammenarbeiten. Und ein großer Partner ist ja dabei, bei uns die Freiwillige Feuerwehr, die Kameradinnen und Kameraden. Die haben das Problem Erdgas, toi, 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 man muss ja auf Holz kloppen, in den Griff bekommen. Und wenn jetzt eine andere Möglichkeit hier geschaffen wird, wieder mit Öfen oder anderen solchen Systemen dazu, erhöht sich die Brandgefahr und das ist natürlich gefährlich. Und wir kaufen jetzt ein entsprechend neues Fahrzeug nochmal dazu. Das haben wir im Moment, werden wir nächste Woche holen, sodass wir mit zwei großen Fahrzeugen dann auch schon vorgedacht haben, wie wir das eventuell hinbekommen, dass ja nichts passiert. Der Wasserstoff könnte die Glasfaser der Zukunft sein für Stolberg. Ich möchte jetzt noch mal Claudia Hacker fragen, wenn man nach Stolberg möchte, was kann man hier tun, wo muss man unbedingt hin, was empfehlen Sie den Gästen, die hier herkommen und Dinge erleben möchten? Ja, also Stolberg selber schon mal, natürlich das Schloss, wenn man in die Stadt hineinfährt, sieht man es schon über den Fachwerkhäusern. Es wird mit Sicherheit ein musealer Bereich bleiben, den wir ja jetzt auch öffnen, also über die Touristinformation mit. Und es wird aber oben sich auch ein Restaurant und ein Hotelbetrieb etablieren. Und wie gesagt, das passt dann auch wieder in diese große Aufgabe bis 2025, Bauernkrieg und so weiter,
dass dann auch das Schloss also richtig komplett fertig sein und geöffnet sein wird. Die beiden Museen sind interessant. Die Alte Münze, da planen wir in den nächsten 2 Jahren eine Umgestaltung, auch in Bezug auf Bauernkrieg und die Zeit der Reformation. Wie hat sich das Leben der Bevölkerung damals hier in dieser Region verändert nach der Reformation? Aber auch 18. Jahrhundert war interessant, weil der Bergbau ging zu Ende. Das war ja eigentlich die Grundlage der Entwicklung hier in dieser Region. Und diese Umgestaltung des Museums soll also auch bis Ende 24 fertig sein. Das Josefskreuz natürlich lädt immer zum Wandern ein. Man hat einen tollen Blick von der Aussichtsplattform. Man kann sagen, über die Harzberge bis in den Thüringer Wald. Bei gutem Wetter sieht man den Petersberg bei Halle tatsächlich. Die Pyramiden im Mansfelder Land sieht man auch. Die Heimkehle, da entsteht gerade ein sehr interessantes Info- und Ausstellungszentrum zu Natura 2000, also Lebensräume. Fledermaus spielt für die Höhle eine große Rolle. Leider mussten wir die Eröffnung mehrmals verschieben. Sie wird sich jetzt wahrscheinlich ins Frühjahr 23 verschieben. Aber dann ist es soweit, dann öffnen wir wirklich. Und ansonsten, ja, der Südharz bietet ganz viel. Die Karstlandschaft, Südharz, Biosphärenreservat. Questenberg ist ein interessanter Ort, Heinrode, um nur 2 zu nennen, die auch mit zur Gemeinde Südharz gehören. Der Karstwanderweg als zertifizierter Wanderweg. Überhaupt die Harzregion. Stolberg liegt sehr zentral, um von hier aus dann andere touristische Highlights im Harz zu erkunden, wie zum Beispiel die Rübelandregion, die Talsperre, die Hängebrücke. Was gibt es noch? Blankenburg, die Gärten. Also man kann vielfältig hier was machen und es ist alles eigentlich nur eine halbe bis eine Stunde entfernt, sodass man mit Sicherheit eine gute Woche hier interessant füllen kann. Ja, und in 3 Wochen kann man dann auch mit der Wipperliese aus dem Mansfelder Land hierher fahren. Ja. Auch wieder ein weiterer Punkt von Vernetzung. Und wir haben auch mit den Kollegen, mit Thomas Fischer genauer gesagt, vor 3 Wochen auch ein Gespräch geführt. Das ist ja auch eine sehr schöne Entwicklung, die sich seit der Wende vollzogen hat. Und jetzt vielleicht nochmal, weil du ja aus Halle kommst und vielleicht den Blick von außen hast. Was ist denn, also zum einen, was ist der Stolberger oder die Stolbergerin? Was ist das für ein Menschenschlag? Und dann als nachgelagerte Frage vielleicht auch, jetzt wird man mit der Wipperliese hier ans Mansfelder Land angeschlossen, aber identifiziert man sich hier mit dem Südharz, mit der Südharzgemeinde? Die Frage wollte ich dann nochmal rübergeben. Genau, was sind das hier für Leute und ist man hier Teil des Mansfelder Landes? Teil des Mansfelder Landes ist man in unserer Ecke jetzt nicht direkt. Natürlich gehören wir zum Landkreis Mansfeld-Südharz, das ist richtig, aber wir sind Südharzer. Wir sind Südharzer, wir sind Stolberger. Ich denke, die Stolberger sind sehr gastfreundlich, schon immer. Und wenn man hierher kommt, also am Wochenende vor allen Dingen, die Städter, also auch aus Halle, Leipzig und aus den umliegenden Einzugsgebieten, die kommen sehr gerne am Wochenende hierher. Nicht nur am Wochenende, aber als Tagesgäste eben dann, um einfach im Wald ein bisschen zu wandern, Pilze zu suchen, sich was anzugucken, die Cafés zu besuchen, die Fachwerkhäuser anzusehen. Also, und die sind alle immer sehr begeistert von unserem kleinen Städtchen. Stelle ich jetzt die Frage nochmal. Ziehe den großen Rathausstuhl hinter mir her, um näher an Ulrich Franke heranzukommen. Was ist der Stolberger, was ist die Stolbergerin für einen Menschenschlag? Oder was zeichnet die Menschen hier aus? Sie sind eigentlich aufgeschlossen. Das hat sich ergeben natürlich, dass ja immer Touristen ein- und ausgegangen sind. Man musste mit denen Kontakt halten. Die haben übernachtet zu Hause mit in Ferienwohnungen. Man hat da Kontakte gesucht, man hat Austausche geführt. Man hat sich auch gegenseitig besucht dann. Also von der Seite her waren wir eigentlich immer aufgeschlossen. Das zeigte sich dann auch nach der Wende, als dann aus dem Rheinland Leute hierher kamen und den Karneval einführen wollten, der nicht so richtig bei uns zu Hause war. Aber wir haben dann uns da auch mit angepasst und hatten überhaupt keine Probleme, mit Leuten umzugehen, die nun nicht hier bei uns groß geworden sind, unser Menschenschlag ist. Aber von der Seite her hat es das immer schon die Ausnahme gemacht, den Stolberg. Wenn Frau Hacker gesprochen hat von den vielen Tagesgästen zu FDGB-Zeiten, Feriendienst der Gewerkschaften, die waren ja dann im Jahr auf 500.000 hochgegangen. Ne? So war ja alles richtig gut belegt hier bei uns mit Kindertourismus, Jugendtourismus dabei. Und da musste man sich drum kümmern. Und man hat mit denen gelebt und es hat sich so fortgesetzt. Also Berührungsängste gab es da nicht.
ein Wort zum Klima vielleicht nochmal zu sagen. Luftstolberg ist ja Luftkurort, ist ja nun richtig zertifiziert dazu und das muss auch immer wiederholt werden. Und in diesem Zusammenhang haben wir ja in dem Gebiet, wo gewandert wird, haben wir 88 Kilometer Terrenkurwege, die auch wieder zertifiziert sind. Wenn man da drauf läuft, ist genau festgeschrieben, wie viel Kalorien man da verbraucht. Und diese Luftgutachten, die gemacht werden müssen, die Voraussetzung sind, und die werden durch Auftrag von uns vom Wetterdienst in Potsdam durchgeführt, die gehen ja in die Richtung, dass man gesagt hat, Stolberg hat ein sehr gutes Klima und wir könnten heiklimatischer Kurort werden. Und heiklimatischer Kurort bedeutet, dass wir in Sachsen-Anhalt der einzige Ort damit wären. In allen anderen Bundesländern gibt es das, keine Frage. Luftkurort oder Bäder, Bad Suderode zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, das sind, oder Bad Schmiedeberg, das sind dann wieder andere Zertifizierungen, da kommen wir nicht hin. Aber heiklimatischer Kurort wäre für uns eine schöne Geschichte, um wieder andere zu motivieren. Das Rathaus steht auch offen. Wenn ich hier oben jetzt alleine sitze in dem Rathaus, kommen so viele Gäste rein, Tür aufdrücken und von sich zu Hause erzählen und man tauscht sich aus dabei und hört auch viel und knüpft auch wieder Kontakte, die wichtig sind. Und nicht umsonst hängt der Fernseher da. Wir sprachen ja vorhin davon, wir haben jetzt so viele Treffen hier, wo wir dann eben gewisse Sachen deutlicher zum Ausdruck bringen, wenn wir hier sitzen, was wir eigentlich für die nächsten Jahre vorhaben. Hast du jetzt schon ganz viel erzählt, vielleicht fehlt aber auch noch was, worauf du jetzt rückblickend die letzten 30 Jahre besonders stolz bist? Also das ist im Zusammenhang alles zu sehen. Wir haben viele Infrastruktureinrichtungen geschaffen, die leider nicht mehr in Betrieb sind. Gegenwärtig zum Beispiel das Freizeitbad, das hat man uns vollkommen aus der Hand genommen, da können wir eben nicht mehr drüber mitbestimmen. Wir haben in dem Gemeinderat nun nicht die Kraft, um da etwas durchzusetzen in der Richtung. Was geklappt hat, natürlich ist das mit der Bahnstrecke, sprachen wir ja schon drüber. Diese Kontakte konnten wir selber aufrechterhalten. Und der Zusammenhalt ist so, dass jetzt bei uns hier auch ein Wegzug war von Bürgerinnen und Bürgern, die weggegangen sind. Und daraufhin haben wir aber jemanden gefunden, der eine Seniorenwohnanlage gebaut hat. Also unsere Verwandten, Bekannten, die auch immer, die nun älter sind und nicht mehr so tüchtig, die können jetzt bei uns hier unterkommen, brauchen nicht in andere Orte, bleiben weiterhin in Stolberg dabei. Und wir merken, dass von denen gerade Generationen weiter die Enkel anfangen, hier Häuser wieder zu übernehmen, die weg waren, die jetzt zurückkommen und sagen so, ich möchte hier ein Haus ausbauen und hier leben und arbeiten. Und das wirkt sich natürlich dann wieder auf diese gesellschaftliche Infrastruktur aus. Wir haben sehr viele Vereine bei uns gehabt, einen großen Schützenverein, alles was dazu gehört, haben alle ihre Schwierigkeiten, nicht nur durch Corona, sondern eben, dass die alle älter werden und Probleme da bekommen. Aber wir versuchen das nun auch wieder auf den Status zurückzubringen, mit dem wir damals angefangen haben. Eine große Folklore-Gruppe, die Heimatbrauchtum hier gezeigt hat und alles sowas, was auch mit dazugehört. Das versuchen wir nicht nur zu stabilisieren, sondern auch wieder zu erweitern. Stelle ich die Frage einfach nochmal auf der anderen Seite des Tisches. Worauf bist du besonders stolz in der Entwicklung hier? Also es klingt ja auch insgesamt nach einer sehr gesunden Geschichte, wo auch die Bevölkerung weitestgehend mitgenommen wird und wenig Dissens besteht. Ja, eigentlich wirklich die Anfänge nach der Wende, der Zusammenhalt. Schwierige Zeit war es auf jeden Fall, aber irgendwie hat man sich immer zusammengerauft und wieder eine Einheit hergestellt. Heute, wenn man das Städtchen sieht, es ist ja noch genau so erhalten. Es sieht eigentlich viel schöner und bunter aus als noch vor 35 Jahren. Also es ist wirklich sehr viel passiert und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir auch in der Entwicklung weiterhin am Tourismus natürlich festhalten, weil es ist einfach die Grundlage für diesen Ort. Und dass ja viele Schritte jetzt schon in Richtung 2025 und auch darüber hinaus gehen, dass diese Teile, die noch im Bau sind, also Schloss, Kirche ist jetzt fast fertig, also dass sich das alles in die Richtung auch entwickelt und einfach interessanter wird. Und überhaupt der Harz, der Südharz, der Harz ist ein interessantes Ziel. Auch in Verbindung mit Mitteldeutschland insgesamt, Kiffhäuser, es passt alles richtig zusammen. Und es ist eine ganz interessante Region. Gibt es hier ein Gericht, was es nur in Stolberg gibt? Es gibt zum Beispiel die Stolberger Lerchen. Das sind besondere, würzige, dünne Würste, die in der Pfanne gebraten werden.
ist ein ganz altes Rezept, stammt, also bekannt geworden sind sie seit 1871, aber das Rezept ist wahrscheinlich schon älter. Ein Fleischermeister in Stolberg hat die Sache kreiert und die gibt es also bis heute. Man kann sie als Mitbringsel mitnehmen, man kann sie hier in den Restaurants probieren. Das ist das eine. Dann gibt es eine besondere Traditionskonditorei, Friwi, mit Backwaren. Die sind also seit 1891 hier vor Ort, haben den Sultanzwieback kreiert, aber backen heute noch nach alten Rezepten, haben inzwischen einen Werksverkauf. Also wunderbar. Da gibt es auch ein Souvenir von beiden Spezialitäten, was man mitnehmen kann, den Stolberger Fresssack mit Sultanzwieback und Stolberger Lerchen. Und viele Gäste und Touristen nehmen sich das auch mit nach Hause als Mitbringsel, als Geschenk, als Erinnerung. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass der Hirsch eigentlich noch diesen Fresssack hinten auf seinem Rücken haben könnte. Aber weil Sie den Klingelbrunnen erwähnten, der Klingelbrunnen hat die Bewandtnis. Und bei mir hat es zum Beispiel zugetroffen und bei vielen, die ich kenne auch. Wenn man einmal aus dem Klingelbrunnen Wasser getrunken hat, dann kommt man immer wieder nach Stolberg zurück. Und ich war als kleines Kind mal mit meinen Eltern in Stolberg und nun bin ich hier. Das hat sich bewahrheitet. Hat vielleicht auch was mit Liebe zu tun, dass der Umzug nach Stolberg eventuell... Nein, das ist anders. Das erzähle ich nachher. Sehr gut. Dann sage ich schon mal Claudia Hacker, vielen Dank. Ulrich Franke ist gerade leider weggegangen. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, gerne. Dankeschön. Ich habe ja gelesen, dass der Klingelbrunnen so heißt, weil das Wasser für das Schloss früher von den Eseln geholt wurde und die hatten so Glöckchen am Hals. Der Klingelbrunnen hat also zwei verschiedene Quellen. Manche Stolberger holen noch mit einer Milchkanne heute ihr Wasser für einen Kaffee dort, so fürs Wochenende, für den besonderen Sonntagskaffee. Und damals haben wirklich Esel mit Glöckchen das Wasser fürs Schloss von dort geholt. Und weil die dann so langsam den Berg da hochtrotteten, hörte man dann diese Glöckchen und deshalb Klingelbrunnen. Mhm. Okay, vielen Dank. Mal gucken, Olaf, vielleicht finden wir den hier noch, den Klingelbrunnen. Dann sind wir jetzt auch am Ende. Ulrich Franke, Ortsbürgermeister von Stolberg, vielen Dank für das Gespräch. Kein Problem, haben wir da gern gemacht. Netterweise wurden wir von Ulrich Franke darauf hingewiesen, dass wir Dinge vergessen haben und haben jetzt noch den kleinen Nachtrag mit Claudia Hacker über die Besonderheiten, die man hier am Stolberger Rathaus bewundern kann. Also das Rathaus, das heutige Rathaus, gehört zu den ältesten Fachwerkgebäuden in der Stadt. Es wurde schon 1452 eigentlich von der Kaufmannsgilde in Stolberg erbaut, oder sie haben es erbauen lassen, eigentlich als Kaufhaus. Und da diese drei Ebenen unterschiedlich genutzt wurden, also die drei Etagen, und die breite Treppe zur Kirche schon vorhanden war, hat man auf die Treppe innen verzichtet, weil im Untergeschoss, hatten die Kaufleute ihr Lager, wollten den Platz sparen für eine Treppe. Die mittlere, also die erste Etage, wurde genutzt als Versammlungsraum und Tanzsaal. Und die zweite Etage war die Schule zu damaliger Zeit. Und weil die Treppe vorhanden war, ging man also in die Etagen von außen herein. Und das hat sich bis heute so weiter erhalten. Und es ist kein Schildbürgerstreich, also es war mit Bedacht gemacht. Und außerdem hat man die Fassade damals so gestaltet, dass ursprünglich das Rathaus so viel Fenster wie das Jahr Wochen hat und so viel Fensterscheiben wie das Jahr Tage hat. Und es sollen ursprünglich auch 12 Türen gewesen sein. Das ist heute nicht mehr ganz so. Rathaus ist das Haus übrigens seit 1724. Da erhielt es dann auch diese wunderschöne Sonnenuhr und den Felderschmuck, der die Innungszeichen der damals ansässigen Handwerksinnungen in Stolberg zeigt. Dann haben wir noch was, war da, glaube ich, gemeint, was wir vergessen hatten? Ach so, das, ja. Also, ich hatte schon mal erwähnt, Thomas Münzer Theater. Wir sind eine ehrenamtlich tätige Theatergruppe. Und wir haben natürlich auch einen Regisseur. Das ist der Mario Jantosch, der Leiter des Anderswelttheaters in Stolberg. Wir haben also ein Mini-Theater mit 40 Plätzen, die das Jahr über ganz interessante Vorstellungen spielen für, wie gesagt, Grüppchen von 30, 35 bis 40 Personen. Und das lohnt sich, da mal reinzuschauen und natürlich auch die Thomas-Münzer-Aufführungen zu besuchen, die wir bis 2025 mehrmals jährlich noch spielen werden. Wir sind ungefähr 60 Mitspieler in dem Stück und da sind Stolberger Einwohner dabei, aber auch Einwohner aus der Region. Unsere Ottilie von Gersen kommt zum Beispiel aus Altstädt. Unser Münzer kommt natürlich aus Stolberg. Der Luther aber auch, also der mitspielt.
Wir integrieren auch unsere Einrichtungen hier im Ort. Zum Beispiel haben wir ein Kinderheim von der Albert-Schweitzer-Stiftung. Die Kinder spielen dort mit. Und wir haben eine Einrichtung Liebe Leben. Das sind ehemals suchtkranke Leute, die dort in Wohngemeinschaft leben. Die spielen ebenfalls mit und freuen sich wirklich schon jetzt wieder auf die Probenarbeit. Und sie waren ganz traurig. Nach dem 31. Oktober war unsere letzte Vorstellung. Und da sagten sowohl die Kinder als auch alle anderen Mitspieler, ach, was machen wir denn jetzt das nächste halbe Jahr? Ach, wann fangen denn die Proben wieder an? Und das war so schön. Also inzwischen ist das wirklich eine richtige Gemeinschaft geworden. Und wir sind also 60 Mitwirkende. Alles keine professionellen Schauspieler, außer unser Regisseur und seine Frau. Und das ist schon so, dass das einfach hier aus der Bevölkerung wächst und bleibt. Also ein richtiges Reenactment, sagt man, glaube ich, neudeutsch. Also wenn jetzt die geschichtlichen Ereignisse neu aufgeführt wurden. Wann ist denn der nächste Termin? Der nächste Termin ist am 3. und 4. Juni auf der Freilichtbühne hier in Stolberg. Und da freuen wir uns. Es ist eine Abendveranstaltung am Samstagabend und Sonntag dann als Nachmittagsveranstaltung, sodass auch Familien kommen können. Und wir haben auch Pferde dabei zum Beispiel. Wir haben die Südharzer Schattenwelt dabei. Also Darsteller, es ist wirklich gewachsen und wir sind jetzt so eine Truppe von ca. 60 Mitspielern. 3. und 4. Juni 2023, da wünsche ich schon mal viel Erfolg. Wahrscheinlich kriegt man noch Karten. Karten bekommt man auf jeden Fall. Also unsere Freilichtbühne hat Platz für über 400 Zuschauer und das wird schon passen.